das will ich sehen. Tourette bestimmt Tims Alltag müssen wir uns angucken, weil ich. Oh, okay. Teil 1 anscheinend. Wir müssen nach Frankreich. Die haben mich angerufen tatsächlich, als sie das gemacht haben. Kein Scheiß. Aber ich glaube, das ist dann noch nicht da. Ich will nicht spoilern, aber das muss ich mir wirklich angucken. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Weil die Videoidee ist freaking amazing. Die Videoidee, die die beiden hatten, ist amazing. Hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst. Das liegt da. Beide Teile sind draußen. Ja, gucken wir beide. Daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Und zwar probieren Jan und ich heute mal ein neues Format aus. Gisela wird... Er schläft in Lacoste. Schmeckt, kann ich rappen. Ich lasse es. Passt schon. Heute 24 Stunden lang über den Alltag von Jan und mir bestimmen. In erster Linie mir, aber Jan, ja doch, Jan und mir bestimmen doch. Eigentlich schon. Ich werde jetzt Jan gleich mal über FaceTime anrufen und dann werden wir mal herausfinden, ob Gisela mir erlaubt, duschen zu gehen oder nicht. Und mal gucken, wo wir am Ende des Tages noch landen werden. Übrigens, wir haben ein paar Regeln festgelegt, also es dürfen natürlich keine Sachen passieren, die irgendwie jemanden in den Knast bringen könnten. Also nichts, was gegen das Gesetz verstößt. Und es muss von Gisela kommen, also es muss, der Befehl muss von Gisela kommen auf jeden Fall. Hallo! Hallo. Kommst du hier rüber? Hallo Jan, ich habe gerade mal ein Intro gemacht. Weil Gisela darf ja jetzt auch entscheiden, ob ich mich überhaupt fertig machen darf oder nicht. Du siehst hässlich aus. Ja, ich weiß, ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ach ja, dann auch mal guten Morgen. Wir sind hier um 13 Uhr. Darf ich mich überhaupt duschen oder? Nein, du trinkst zuerst deinen Selleriesaft. Selleriesaft? Ey, wir hatten das Thema letztens erst, Leute, ne? Selleriesaft ist sehr gut. Bisschen lauter, also hier ist auf Maximum und mein Sound, generell Systemsound ist auf Maximum. Ich kann nicht lauter machen als das. Ich habe beides auf Maximal. Ich habe aber kein Sellerie. Dann besorgt ihr welches. Darf ich mir denn die Zähne putzen? Oh mein Gott, dieser Blick. Dieser Tag wird toll. Ich hab voll Angst. Ich hab richtig Angst davor, was heute passieren wird. Also darf ich mich... Schon mal getrunken? Nee, immer noch nicht. Ich will Selleriesaft das nur am Wochenende machen, weil ich weiß, dass alle Leute, wo ich mir das angeguckt habe, gesagt haben, du brauchst eine Toilette in der Nähe. Zumindest für die ersten paar Tage, bis der Körper dran gewöhnt. Die Zähne putzen? Ist sehr gesund. Nein, Selleriesaft. Danach darfst du kalt duschen gehen. Ich guck mal, ob ich zu Hause noch was Sellerie Alter. Habe. Ansonsten kannst du auch Blumenwiese nehmen. Lieber Sellerie, glaube ich, ne? Was? Okay. Lieber Sellerie. Ich mach das erstmal und dann rufe ich zurück. Ich freue mich. Wie sich Gisela auch gefreut hat, wie geil war das. Geh mit Beta. Bis später, wer weiß, wo wir heute noch landen werden. An deinem Verderben. Okay. Naja, gut, ich werde jetzt mal gucken, ob ich Sellerie hier habe. Oder Blumenerde, die habe ich ja hier. Und dann darf ich kalt duschen gehen, also mal gucken. Dann habe ich kein Sellerie hier, Freunde, deswegen werde ich jetzt mal hoch zu meiner Oma gehen. Ich bin nämlich glücklicherweise gerade bei meinen Eltern zu Hause und meine Oma wohnt quasi direkt gegenüber, oben halt. Und deswegen kann ich da... Gegenüber, oben, man kennt ihn. Mal kurz fragen gehen, ob sie vielleicht Sellerie hat. Mal schauen, ob sie mir etwas abgibt. Also da ist Sellerie drin. Das ist Staudensellerie. Ja. Okay. Der frische Staudensellerie. Ach, cute, ey. Auch mit dem Gewitter im Kopf. Das ist ganz was Gesundes. Mit frischer Petersilie. Okay, Leute, ich habe Sellerie gefunden. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich war jetzt gerade bei meiner Oma und wollte sie fragen, ob sie Sellerie hat. Sie hat mir eine ganze Selleriesuppe gegeben. Eine Suppe auch noch. Okay, aber ja, alles gut. Sellerie. Zwiebeln. In allen guten Sachen, die sehr gesund sein sollen. Also vielen Dank an Gisela, dass du dich so sehr für meine Gesundheit interessierst. Ich werde das Ganze jetzt mal auftauen und dann mal gucken, was mich da erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gleich essen. Das sieht irgendwie... Das ist bestimmt lecker, wenn es von der Oma kommt. Jetzt tun wir mal nicht so. Ich habe den Saft. Und konntest du mal Sellerie auftreiben? Ja, für meine Oma. Die hatte eine fertige Selleriesuppe tatsächlich. Ach so, eine Selleriesuppe. Das ist aber lieb von dir. Ja. Lass es dir schmecken, du kleine Wurst. Ah. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ne? Was? Das hilft gegen deine scheiß Akne. Was? Wie bitte? Was? Hast du gerade gesagt, das hilft gegen meine Akne? Ich hab gesagt, Prost. Ex. Ex, ja. Ja. Ich hab doch nichts anderes gegessen heute. Da sind Zwiebeln drin. Da brauchst du ja auch jetzt nichts mehr zu essen, Ex. Da ist voll viel Salz drin. Da schmeckt nur noch Salz. Ja, Sellerie, übelsalzig. Trinktest. Als ob der tote Mann Würmer unten angeboten des Glases sind.
Oh. Ja. Ja. Aber er zieht durch. Jetzt wird's geil. Ey, du hast Lukas. Du schlappe Lukas. Ja. Oh, das hast du gut gemacht, Tim. Das finde ich schön. Das war jetzt echt gesund. Bist du jetzt zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Dann darfst du jetzt kalt duschen gehen und danach treibst du Apfelkerne für mich auf. Wen tust du dich auf? Was muss ich auftreiben? Apfelkerne! Wieso Apfelkerne? Das erzählt ihr dann! Ja! Gisela möchte Apfelkerne haben. Hä, wie krass, dass sie ihn aber auch so rauszögert, ne? Das ist ja crazy! So, das erzähle ich dir dann. Das geht dir nicht mal raus, sondern das ist einfach ein fester Plan. Das ist ja crazy! Apfelkerne! Okay. Woher kriegt man die? Muss ich die aus den Äpfeln rauspulen, oder? Zum Beispiel wäre eine ganz gute Idee. Wie viele willst du denn? Ich will Apfelkerne. Wie viele? Ja. Drei? Ja. Drei. Okay. Das ist ein drei, zeig mir zwei. Drei. Okay, ja. Ich treibe Apfelkerne auf. Soll ich mich nach dem Duschen schon auf den Weg zu dir machen, oder? Ja, mach das. Aber mit den Apfelkernen. Okay, bis später. Was für ein Plan, ey. Alter! Ich hasse Gisela. Boah! Ich bin gerade aus der Dusche rausgekommen. Was ist das denn für ein Bademantel, Alter? Was ist denn das? Ist das dreimal gestopft? Mit irgendwie Daunen oder so? Was ist das denn für ein Bademantel, Alter? Und mir ist eingefallen, ich weiß ja gar nicht, was ich anziehen soll. Ui, und jetzt? Wollte ich mal fragen, aber vielleicht ist es dir auch egal, dachte ich mir so. Der ist gefüttert. Es gibt doch keine gefütterte... Jetzt reicht's. Es sieht aus wie so ein Kampfhundanzug, aber komplett, ne? Als wenn jetzt gleich einer sagen würde, und los, Bello, los! Und dann steht Tim da, und dann kann der Hund da einfach so, vielleicht ist Henry ein Polizeihund, der Hund von Tim. Vielleicht haben wir das große Geheimnis gelüftet. Henry ist einfach nur ein Polizeihund. Und er trainiert den. Ja. Ich bin ja bei meinen Eltern. Dass hier heute so kalt draußen ist, wirst du dir einen Pullover anziehen. Wie viel Grad haben wir? 27? 3. Es ist kalt, zieh dir einen Pullover. Wir haben 27 Grad, ich kann doch keinen Pullover anziehen. Dazu eine kurze Hose und Flipflops, die deiner Mutter gehören. Jetzt. Und Flipflops, die deiner Mutter gehören. Okay, warum? Aber die Apfelkerne auch noch. Ich brauche die Apfelkerne. Dann bewegst du sie vor mein Gesicht, damit ich sie sehen kann. Ja, okay. Also soll ich nochmal anrufen, wenn ich... brauche Apfelkerne. Oh, I love it, ey. Ich lieb's komplett. Soll ich nochmal anrufen, wenn ich sie hab? Ja. Ich will Apfelkerne. Ach Gott, ich glaub das alles nicht. Okay, also muss ich jetzt... Ja, okay. Dann, ja, mach ich. Okay. Ich glaube, das steht dir bestimmt. Danke. Gut. Ciao. Jan auch noch danach immer, ey. Okay. Das war ja mal ein Cut. Ja, mein Outfit ist fertig, danke an Gisela. Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Mir ist warm. Ja. Und hast du die Luft gezogen? Ja. Mir ist warm. Ja. Die sind aber sexy. Passen die dir? Ja, es geht so. Aber die passen auf jeden Fall. Ja, die zeigt mir deine Füße. Ich mach mich dann jetzt an die Äpfel. Bring die Äpfel mit. Warum brauchst du die so dringend? Ja, ich verrate es dir, du wirst die nämlich heute am Eurotunnel einpflanzen. Jetzt! Warte mal, was? Okay. Das ist doch krank. Okay, ich komm sofort, ja? Jetzt! Ja, okay, bis gleich, Tom. Der Eurotunnel geht von Frankreich nach England. Alter. Okay, mal sehen, wo es uns hinführt. Was hab ich getan? Oh boy, ey. Oh boy. Oh mein Gott. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ich mache jetzt hier kurz den Apfel für Gisela fertig. Okay, zwei haben wir schon mal. Aber ist doch dann ein guter Trip. Jetzt kann man doch das mal ein bisschen fertig machen, ne? Ich bringe mehr mit. Vielleicht kriege ich dann Bonuspunkte bei ihr. Ist es eigentlich echt so, dass wenn man Kerne von einem Apfel einpflanzt, dass dann ein Apfelbaum rauskommt? Nee.
Da kommt dann nur ein Apfel, der unter der Erde wächst. Deswegen heißt es auch Erdapfel. Und dann wird es eine Kartoffel. So funktioniert das. Erst so Jesus, der macht Äpfel. Dann nimmst du einen Apfelkern und dann pflanzt den ein in die Erde und dann wird daraus ein Erdapfel. Dann hast du Kartoffeln. Dann schälst du Kartoffeln, nimmst die Schale der Kartoffeln, pflanzt das ein, dann gibt's Karotten. Und wenn du das Grüne von den Karotten abschneidest und dann in die Erde machst, dann kommt ein Apfelbaum wieder raus. Ganz einfacher Kreislauf. Lernt jeder in der Grundschule eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auch fertig. Den Apfel kann ich jetzt so essen, dann habe ich wenigstens ein bisschen was gegessen. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerne. So, also wenn das Gisela nicht zufrieden stimmt, weiß ich es auch nicht. Ja, ich will sie alle. Alle mitbringen? Ja, super. 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück sind sogar. Dann beweg dich jetzt. Okay, ich komme. Darf ich die Äpfel noch essen? Schieb sie dir rein. Und da die Sonne scheint, ziehst du eine Sonnenbrille von deiner Mutter an und dann kommst du hierher. Wie gut klappt das denn einfach nur mit Gisela? Das ist ja so crazy, Mann. Okay, mach ich. Bis gleich. Bis gleich. Die pinken Sandalen sind am Start. Zeig mal Sonnenbrille jetzt. Zeig mal Sonnenbrille. Und der Pullover auch. Sieht doch gut aus. Ich grad im Schatten gefühlt. Leute, ich sterbe. Hi. Mir ist warm. Danke. Mir ist warm. Ja, das kann ich verstehen, denn du hast einen Pullover an, ne? Ja. Ich lieb Jan, ey. Ich lieb. Ich hätte dich einfach freuen. Ja, ich lieb das Blatt, sie sehen aber schick aus. Die passen mir nicht. Jeden Tag. Leute, ihr könnt ja mal abstimmen, ob wir sowas häufiger machen sollen. Das machen wir ab jetzt jeden Tag. Und hast du ein paar Blicke bekommen? Ja, zwei von so einem Was ist hier hinten denn los? Ihr seht es nur aus dem leichten Winkel, aber hier steht Gumo drauf für guten Morgen. Und das ist Jan, der als Teletubby-Sonne aufsteigt. Tag ein Pärchen, die haben, glaube ich, gedacht, ich bin bescheuert wegen dem Pullover. Darf ich Wasser? So werde ich jeden Tag angeguckt, Leute. 30 Grad Mütze und Pullover, was geht ab? Wupp, wupp. Trinken? Ja. Der Pferdekopf ist auch strong. Genau, wir machen ja keine Dinger. Die gefährlich oder illegal sind. Stimmt. Es sei denn, Tim muss es tun, dann ist es natürlich egal. Weißt du, was du jetzt tust? Du öffnest Wish und bestellst mir dort eine Rolex. Bei Wish. Bei Wish. Ja, und du ziehst sie an und flexst dann damit in deiner Story. Du bestellst eine Rolex bei Wish und machst dann eine Story und flexst, Alter. Das hört sich tatsächlich so an. Einfach so, Gisela könnte auch so tatsächlich so ein Writer für so Joko und Klaas sein. Wisst ihr, für so Spiele und für solche Drehs von so Joko und Klaas, das hört sich genauso an wie so eine Challenge, die Klaas so Joko stellen würde oder so. Voll! Ja, du dreckiger Hund. Oh, jetzt habe ich mich selbst wohl gemacht. Gibt's sogar wirklich. Als ob. Soll ich eine bestellen? Ja, such dir eine schöne aus und flex damit in deiner Story. Okay, 40 Euro kostet mich jetzt diese Fake Rolex. Dann hast du sie immerhin, beschwer dich nicht. Einkauf wird verarbeitet. Ja, ich krieg jetzt eine Rolex. Was willst du denn noch mehr? Ist bestellt. 40 Euro. Lol. Wenn du das eröffnest, fällt das direkt auseinander. Ja, das kann passieren. Als ob man das einfach so bestellen kann. Als ob da Rolex nicht auch irgendwie so eine Klage raushauen würde. Sind die nicht so übelst picky und so? So, und was hast du dir jetzt für den Rest des Tages vorgestellt? Wo sind meine Apfelkerne? Oh, die habe ich im Auto vergessen. Wo sind sie? Die habe ich im Auto vergessen. Weißt du, was ich vorschlage? Was? Holst sie jetzt. Nein. Jetzt. Jan, bitte nicht. Bevor es losgeht, will ich sie sehen. Jan, ich bin so weit gelaufen schon. Ich habe keinen Bock, jetzt noch die Apfelkerne zu holen. Hä? Du holst sie jetzt sofort. Wir sehen uns in 5 Minuten. Vielleicht sind sie in meinem Rucksack drin.
Wie dumm bin ich eigentlich? Du durchsuchst das. Als ob. Hä, als ob Gisela so krass ist. Das ist ja crazy. Wieso? Ja, weil ich das sage. Gewitter am Kopf. Handycam Vlog. Von dem Revelin, als ob. Ja, der Content ist Schrott. Wie krass ist das denn bitte? Ich hab irgendwie ein doofes Gefühl bei der Sache, um ehrlich zu sein. Warum? Weil ich nicht weiß, wo die sind. Was hab ich denn zu Hause vergessen? Aber ich kriege die Krise. Ja, das wäre dann wohl blöd gelaufen, weil ich will Apfelkerne. Das Apfelerlebnis wird sich weiter verbreiten. Du besorgst mir jetzt die Apfelkerne, ich brauch die schnell. Ja. Schnell! Ja. Okay, dann los. Auf geht's nach Frankreich. Mörder! Den Apfel. Ja, du Baguette-Schlampe! Ja, ja! Baguette-Polizei, Pullenfotze! Ups. Schnell. Ach, du Scheiße, haben die eine Grenzkontrolle? Ich kann nicht so schnell, aber haben die eine Grenzkontrolle? Ja. Oh Gott.